Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 8.3 Abstand windschiefer Geraden. Wir steigen auch direkt ein. Rechts seht ihr zwei Geraden und die sind windschief. Was heißt windschief nochmal, Latein? Windschief heißt, die Geraden schneiden sich nicht und sie sind nicht parallel. Können Sie das gerade mal demonstrieren an zwei Bleistiften? Weil mal so ganz ist mir das noch nicht klar. Also wir hätten hier sozusagen zwei Geraden, in dem Fall symbolisiert durch zwei Stifte. Die sind parallel. Die sind momentan parallel. Es gibt außerdem parallel noch andere Möglichkeiten. Sie könnten sich schneiden, zum Beispiel. Und jetzt kommt der Fall windschief rein. Zunächst mal, jetzt sind die Geraden windschief. Aus der Perspektive von euch hat sich da jetzt nicht allzu viel verändert. Liegt aber am dreidimensionalen Aspekt. Sie könnten sich also immer noch schneiden. Wenn wir das Ganze aber etwas klappen, dann sehen wir hier sozusagen den windschiefen Fall. Und wir sehen jetzt auch sehr schön, was hier der Abstand ist, um direkt zum Thema zu kommen. Nämlich der kürzeste Abstand wird zwischen den beiden. Und der ist genau hier, dieser Teil von diesem Stift, den ich dazwischen halte. Und ihr seht auch recht schön, dieser Stift jetzt, oder wenn wir jetzt nur mal diesen Stift nehmen, also diese Strecke, ist senkrecht zu der Geraden und senkrecht zu der Geraden. Wir haben das auch mal hier schon eingezeichnet in unserer Skizze. Ihr seht hier orange dargestellt den Abstand zwischen beiden Geraden und deutlich gemacht, diese Verbindung hier dazwischen ist senkrecht zu H und senkrecht zu G. Aber nicht verwirren lassen, das was gegeben ist momentan, haben wir bei der Geraden G da unten hingezeichnet, nämlich wir haben eine Gerade G gegeben, das heißt wir haben einen Schlitzvektor, also einen Punkt P, an dem wir Pfeil U dran gehängt haben, einen Richtungsvektor, dasselbe bei H mit Q und V. Diese Großpunkte G und H, wo diese Strecke senkrecht aufeinander steht, die haben wir nicht. Die sind noch nicht gegeben, die bräuchten wir. Wenn wir die eigentlich hätten, dann wären wir im Endeffekt fertig. Denn dann können wir einfach den Abstand zwischen zwei Punkten machen und das wissen wir schon lange, wie es geht. Erster Schritt für uns also, wir überlegen mal, der Vektor GH hier dazwischen, wie muss der sich eigentlich verhalten zur Geraden H und zur Geraden G? Und in dem Fall, wie verhält er sich zum Richtungsvektor V bzw. zum Richtungsvektor U? Denn der steht ja für die Gerade G bzw. die Gerade H. Überlegt euch diesbezüglich eine Gleichung zwischen GH und V beziehungsweise zwischen GH und U. Und wir schauen uns mal an, ob ihr da ähnliche Gedanken habt wie wir. Und zwar in 3, 2, 1. So, erstens, der Vektor GH, beziehungsweise das Skalarprodukt aus dem Vektor GH mit dem Richtungsvektor U, muss 0 ergeben. Da natürlich, rein, GH, dieser Vektor, senkrecht auf der geraden G steht und damit senkrecht auf dem Richtungsvektor. Und wenn zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen, so wie U und GH, muss ihr Skalarprodukt 0 sein. Das gleiche gilt auch für V. Und dann, wenn das so ist, kann man im Endeffekt sagen, der Abstand zwischen zwei Geraden G und H ist genau der Betrag dieses Vektors. GH. So, das Ganze aber ein bisschen theoretisch. Was heißt das wirklich in der Praxis? Wir gucken uns das an einem Beispiel mal an. Das Beispiel ist jetzt da. Das Beispiel, wir haben zwei Geraden, G und H. Ich lese jetzt gar nicht vor. Ja, bilden wir doch mal einen Vektor GH, den wir brauchen. Herr Thein, machen Sie mal. Ja, das Problem ist, wir haben noch gar nicht den Punkt G und den Punkt H, denn die sind nicht gegeben. Ja, dann nehmen Sie doch einfach erstmal allgemeine Punkte. Den Punkt G nehmen wir einen allgemeinen Punkt, der auf der Geraden G, klein g, liegt. Gut, ein allgemeiner Punkt darauf wäre 0 plus 1s, also s minus 1 minus s. Und 1 plus 0s, also 1. Gut, dann überlegen Sie sich mal einen allgemeinen Punkt auf h. Okay, x1-Koordinate ist 9 plus 2t. x2-Koordinate ist minus 8 minus 3t. Und x3-Koordinate ist 6 plus 2t. Gut. Und jetzt, Herr Thein, bilden Sie mal den Vektor gh. Ja, das mache ich, aber ihr macht das parallel auch. Und vereinfacht den bitte auch gleich. Und wir schauen uns an. In 3, 2, 1. So, das wäre GH. Hier. Und wir machen jetzt direkt weiter. Beziehungsweise ihr seid auch gleich wieder dran. Denn wir wissen schon, wir brauchen zweimal ein Skalarprodukt. Und zwar einmal aus GH und U. Und einmal aus GH und V. Skalarprodukt könnt ihr aufstellen. Das gibt zwei Gleichungen mit ein paar Unbekannten drin. Aber es ist egal. Stellt diese beiden Gleichungen auf. Und vereinfacht sie mal so weit wie möglich. Und dann schauen wir es uns wieder zusammen an. In 3, 2, 1. So, wir haben hier erstens das Skalarprodukt aus dem Vektor GH mal
den Richtungsvektor u gleich 0, diese Gleichung aufgeschrieben und auch ein Skalarprodukt gebildet. Wenn ich mir weiß genau, wie es geht, guckt euch Video 7.5 zueinander orthogonale Vektoren Skalarprodukt nochmal an. Wir haben es hier auch gleich vereinfacht ein bisschen. Zu 16 plus 5t minus 2s ist 0. Genau, das gleiche haben wir drüben gemacht mit gh und v. Hier gilt das gleiche, auch wieder vereinfacht. Wir haben 49 plus 17t minus 5s ist gleich 0. So, jetzt seht ihr hier, wir haben zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Das heißt, können wir lösen. Wir können t und s rauskriegen. Das solltet ihr auch mal machen. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das geht, dann guckt euch die entsprechenden Videos aus dem Großkapitel 6 lineare Gleichungssysteme an. Dann wisst ihr, wie es geht. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben das Ganze nochmal als LGS hingeschrieben, wie man es kennt. Auf der linken Seite die Unbekannten und ihre Vorfaktoren und auf der rechten Seite die Zahlen ohne Unbekannten dazu. Wir haben jetzt, wie schon gerade angekündigt, keine einzelnen Schritte mehr hingeschrieben, wie man es macht. Das von Hand lösen könnt ihr. Rauskommen muss s gleich 3 und t gleich minus 2. Wenn ihr das nicht habt, dann prüft es doch einfach nochmal nach. So, was fangen wir mit s und t jetzt an? Mit s und t. Ja, da können wir jetzt die Punkte g und h bilden, indem wir es direkt einsetzen. Einmal hier und einmal hier. Das wäre der erste Schritt. Dann? Der zweite Schritt ist den Vektor gh bilden. Nummer 2. Der dritte Schritt ist den Betrag davon ausrechnen. Den haben wir hier. Und dann hat man den Abstand zwischen den beiden Geraden G und H und freut sich. Genau, und das sind drei Schritte und die macht jetzt alle auf einmal. Und was dabei rauskommt, sehen wir in 3, 2, 1, 0. So, hallo zusammen, wieder zurück. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir nicht zu sehen sind, der Teilen übt noch auf 3 zu zählen, das kann man nicht. Ich erzähle euch was derweil über die Aufgabe, wie es weitergeht. G und H haben wir gebildet, 3 minus 4, 1, H 5 minus 2, 2. Der Vektor gh war dann 2, 2, 1 und dann der Betrag davon, was dann der Abstand entspricht zwischen der Geraden g und h, ist dann einfach Wurzel 9, also 3. Also der kürzeste Abstand ist 3. Wunderbar, jetzt war das alles ein bisschen viel Rechenaufwand, ist ganz schön. Es gibt eine Methode, die hat einen kleinen Nachteil, sehen wir gleich, aber die hat einen riesen Vorteil, eine zweite Variante, dass wir den Abstand schneller bestimmen können. Und die machen wir jetzt auch mal. Und zwar in 3, 2, 1, ich kann's, 0, jetzt. So, tada! Variante 2. Okay, was hat sich geändert? Wir haben jetzt einfach mal eine Hilfsebene benutzt. Und das ist die Variante mit der Hilfsebene. Okay. Diese Hilfsebene muss man aber genau wählen. Wie denn? Naja, zum einen sagen wir, dass unsere Gerade G, das sind übrigens dieselben wie vorhin, dass diese Gerade G in der Hilfsebene drin liegt. Okay, dann rekapituliere ich nochmal. Wenn das so ist, dann haben wir von der Ebene schon mal den Punkt P als Schutzvektor, können wir sagen, haben wir. Das schreiben wir schon mal so auf. P als Schutzvektor. Ah genau, eben, damit es übersichtlich ist. Genau. Also wir haben x gleich P plus R mal. Ja, wir haben U, können wir wählen, Vektor U als Spannvektor. Genau. Das ist aber das Blöde, eine Ebene hat immer zwei Spannvektoren und wir haben hier nur einen. Müssen wir jetzt irgendwie hier einen erfinden? Nein, die Ebene, diese Hilfsebene ist genau so gewählt, dass die Gerade H parallel ist zur Ebene. Das heißt dann, Herr Thein? Wenn die Gerade H parallel zur Ebene ist, dann bedeutet das, dass der Richtungsvektor von H ein Vielfaches oder gleich dem zweiten Spannvektor von E sein muss. Dem ersten Spannvektor kann es nicht gleich sein, sonst wären die Geraden nicht windschief, sonst wären sie parallel. Also muss es gleich der zweite Spannvektor von E sein. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass wir denselben Pfeil nehmen, der oben hier, das seht ihr hier, eigentlich am Stützvektor von H dranhängt und hängen den einfach unten an P ran, so. Perfekt. Bis V. Und das notieren wir uns hier genauso dazu als plus S mal V. Gut, hinten schreiben wir auch nochmal V auf, das können wir ruhig da in die Skizze nochmal notieren. Das ist V. Super, unsere Hilfsebene haben wir. Von unserer Hilfsebene können wir auch, das machen wir eigentlich immer, dass wir einen normalen Vektor bestimmen, das ist immer gut hinzuhaben. Das ist hier ganz einfach, normalen Vektor n wäre einfach das Kreuzprodukt aus U und V. So, jetzt haben wir unseren normalen Vektor. Das heißt, unsere Ebene können wir jetzt in beliebiger Form darstellen. Parameterdarstellung, normalen Darstellung, Koordinatendarstellung, was wir wollen. Aber jetzt haben wir diese Ebene, in der G liegt und die parallel zu H ist.
Was bringt uns denn überhaupt Latein? Ja, jetzt gehen wir mal gedanklich zurück. Es ging ja eigentlich um den Abstand zwischen zwei Geraden, H und G. Stimmt. Warum jetzt eine Ebene? Naja, wir kennen ja schon die Möglichkeit, wie wir den Abstand von einem Punkt zu einer Ebene bestimmen können. Stimmt, das kann ich herzlich nochmal von ganz einfach. Genau, richtig. So, die eine Gerade, G, wäre jetzt schon mal weg. Aus der wurde eine Ebene. Problem ist, jetzt haben wir immer noch eine Gerade zu einer Ebene, den Abstand. Das haben wir zwar schon mal gemacht, allerdings an der Stelle ist es so, das Ganze geht noch ein bisschen einfacher. Ich sehe auch, Sie haben da den orangen Linie, die wir am Anfang hatten, zwischen den Punkten G und H, zeigen Sie die mal, damit die Schüler wissen, ja, was geht. Die da, was hier der Abstand ist, haben Sie zweimal eingezeichnet, da und da. Und ist immer, die Strecke ist hier immer gleich lang. Das heißt eigentlich, wir können jeden dieser drei Punkte da oben nehmen, also entweder H oder der Punkt oder den Punkt, und eigentlich den Punkt nehmen und den Abstand zu der Ebene berechnen und haben damit eigentlich automatisch einen Abstand von den zwei Geraden, oder? Genau. Denn jeder Punkt auf H ist gleich weit weg von E. Ach, sogar jeder Punkt, nicht nur diese drei. Nein, jeder Punkt, weil das könnten wir überall machen. Das ist ja die Bedingung. Da H parallel ist zu E, wird sich H E niemals annähern oder von E entfernen. Und der Abstand gleich bleibt gleich durch die Parallelität. Ja, aber gut, wenn wir jeden Punkt nehmen können, dann nehmen wir doch Q, weil den haben wir gegeben. Genau, wir haben Q gegeben. So, und was haben wir jetzt? Wir haben eine Ebene E und wir haben einen Punkt Q. Und wenn man davon den Abstand bestimmt, das müssen wir schon. Das heißt, das können wir auch rausschreiben, der Abstand D von den beiden Geraden, der ist dann eigentlich der Abstand von Q zur Ebene. Genau. So, und das müssen wir jetzt nicht nur in der Theorie machen, sondern das machen wir jetzt wieder an einem Beispiel. Das Beispiel kommt jetzt. Wieder mit den Geraden G und H. Die gleichen wie gerade eben. Genau. So, jetzt brauchen wir erstmal diese Hilfsebene. Und zwar mit dem Stützvektor 0, minus 1, 1. Das ist der Stützvektor von G. Und als Spannvektoren die beiden davon. Aber im Endeffekt wollen wir eh direkt die Koordinatengleichung eigentlich, die ist am besten. Denn die brauchen wir für die hessische Normalform. Richtig. Und insofern stellen wir die auch direkt auf. Dafür brauchen wir den normalen Vektor. Und den rechnet ihr jetzt mal als erstes aus. N. Und dann sehen wir uns wieder. Wie macht man das? Wie macht man das? Kreuzprodukt. Ah. Und wir sehen uns in 3, 2, 1. So, den normalen Vektor haben wir gebildet als Kreuzprodukt. Der ist minus 2, minus 2, minus 1. Die Minuszeichen können wir da wegmachen, weil muss ja nur ein Vielfaches davon sein. Das heißt, oder unser normaler Vektor ist 2, 2, 1. Gut, jetzt bildet ihr mal die komplette Koordinatengleichung. Der hat ein zählt mal, der hat es gelernt zu zählen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, da haben wir sie schon. Die Koordinatengleichung ist 2x1 plus 2x2 plus x3 ist minus 1. Wir haben die Koordinatengleichung. Wir haben einen Punkt Q, von dem wir den Abstand suchen. Das ist hier der Stützvektor unserer Geraden H. Und das könnt ihr jetzt mit der hessischen Normalform. Und das macht er bitte auch. Und auch die Lösung schauen wir uns an in 3, 2, 1. So, wir haben den Abstand gebildet mit der hessischen Normalform. Hier ist sie einfach, brauche ich gar nicht mehr vorlesen. So, wenn ihr da Fragen habt, guckt einfach das Video 8.2 nochmal an. Und rauskommen tut 3, genauso wie bei Variante 1. Es ist ja auch dasselbe Beispiel. Also wunderbar. Ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, wenn man das mal verstanden hat mit der Hilfsebene, die Berechnung geht wesentlich schneller als eben bei Variante 1. Warum macht man dann Variante 1 überhaupt? Wir können doch einfach immer sagen, mach immer Variante 2, haben wir an anderen Stellen auch gemacht. Ja, wenn man nur den Abstand berechnen muss, gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Die Variante ist viel einfacher zu berechnen. Macht dann auch die, aber bei Variante 2 kriegen wir nie die Punkte G und die Punkte G und H raus. Stimmt. Wir wissen, dass sie da sind, aber wir haben sie nicht rausgekriegt. Wir wissen nur, dass der Abstand allgemein davon zur Ebene so ist. Aber wir wissen nicht die beiden Punkte, wo dieser kürzeste Abstand ist. Ja, und manchmal gibt es halt Fälle oder dann halt dazu entsprechende Aufgaben, wo man G und H dann wirklich braucht. Da muss man Variante 1 machen. Gut, denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Natürlich hat die Gerade H zur Ebene E an jeder Stelle denselben Abstand, nämlich 3. Aber den Abstand zwischen H und G, der ist nur an einer einzigen Stelle 3. Und zwar dort, wo diese Verbindung zwischen zwei Punkten von G und H senkrecht sowohl auf G als auch senkrecht auf H steht. Das dürfen wir nie vergessen. Das heißt, Variante 1 ist wirklich näher dran an den Geraden und Variante 2 ist sozusagen nur so ein Trick, ein Hilfstrick mit eben dieser Hilfsebene, der aber super funktioniert. Wir schreiben uns jetzt allgemein trotzdem beide Varianten auf.
So, folgender Satz. Den Abstand zweier Windschiefergeraden G und H rechnet man folgendermaßen. Variante 1 haben wir jetzt als Vierschritt gemacht. Erstens die allgemeinen Punkte G und H aufstellen. Zweitens das hergegebene S aufstellen mit römisch 1 der Vektor GH mal ein Richtungsvektor O ist 0 und römisch 2 der Vektor GH mal Richtungsvektor V ist 0. Dieses Gleichungssystem aufstellen und lösen. Dann kriegt man T und S. Das setzt man in die geraden Gleichung G und H ein und kriegt die Punkte G und H konkret raus. Und das ist auch der große Vorteil der Variante 1. Und dann ist der Abstand dieser beiden Geraden, viertens, genau der Abstand dieser zwei Punkte, also der Betrag des Vektors G und H. Gut, Variante 2. Wir stellen eine Hilfsebene E auf, sodass G in E liegt und die Gerade H parallel ist zu E. Schaffen wir dadurch, dass der normalen Vektor dieser Hilfsebene das Kreuzprodukt aus den beiden Richtungsvektoren der Geraden ist. Und als Stützvektor der Ebene nehmen wir hier den Stützvektor von G, die ja da drin liegt. Und dann bekommen wir als Abstand zwischen G und H einfach den Abstand zwischen dem Punkt Q, den wir nämlich kennen, der auf H liegt, und der Hilfsebene E. Und dafür machen wir die hessische Normalenform. Gut, wunderbar. Und eigentlich, bisher kommen jetzt die Aufgaben, aber heute haben wir mal ein Novum. Was denn? Heute kommen keine Aufgaben. Und zwar waren eigentlich die beiden Einführungsbeispiele schon recht ausführliche Aufgaben. Die brauchen wir euch so nicht mehr vorzurechnen. Aber wir empfehlen euch ganz dringend, sehr, wirklich sehr, ja, von den einfachen Aufgaben, die ihr rechts neben dem Video sehen könnt, vielleicht einfach mal die ersten ein, zwei schon mal zu rechnen. Das sind ganz einfache Anwendungen von diesen beiden Verfahren. Dann habt ihr die im Unterricht schon mal drauf und wir können uns dort um die etwas schwierigeren Aufgaben kümmern. Gut, dann rechnet ihr die Aufgaben und wir sehen uns im Unterricht. Tschüss. Bis dann, ciao.